Hallo Netz und herzlich willkommen zu meiner Review des neuen FeelWorld Monitors, des FW279 Monitors. Dieser ist 7 Zoll groß, hat eine Auflösung von 1920x1200, was ja nicht unbedingt besonders ist. Was ihn so ganz besonders macht und erstmal von vielen oder eigentlich von fast allen Monitoren abhebt, ist seine Helligkeit. Er hat 2200 Candela, das muss man mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist wirklich extrem hell. Dieser Monitor läuft hier gerade auf 16%, nur so zur Info, weil ich ansonsten völlig überstrahltes Bild hätte. Ich müsste die komplette Blende der Kamera runterfahren, weil es sonst völlig überstrahlt und ihr auf diesem Monitor absolut nichts erkennen könntet. Also er läuft momentan auf 16%, wie es gleich mit 100% aussieht, da kommen wir gleich zu. Also, deswegen, weil er so hell ist, hat dieser Monitor auch standardmäßig überhaupt gar keinen Blendschutz, Sichtschutz oder sowas, wie andere Monitore haben, sondern dieser ist so extrem hell, dass sich wahrscheinlich der Hersteller sagt, what, interessiert mich die Sonne? Wir machen auf volle Pulle und dann erkenne ich auf jeden Fall was mit diesem Monitor. Er hat 323 ppi, also das ist die Auflösung, wie viele Bildpunkte pro Inch. Er hat einen Kontrast von 1200:1, was sehr gut ist und was mega cool ist. Er hat einen Blickwinkel von 160 Grad. Das heißt, ihr könnt exakt auch noch was erkennen, wenn ihr direkt von der Seite guckt. Also die Farben, der Kontrast, nichts verändert sich. Diesen Monitor gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal mit SDI-In, SDI-Out. Oder halt ohne, wer das nicht braucht. Und natürlich, was immer der Monitor hat, ist HDMI in und HDMI out. Hat jetzt den Vorteil, dass ihr mehrere Monitore beispielsweise anschließen könnt, die dann alle dasselbe Bild zeigen. Also das ist total cool. Ich bin auch seit mehreren Jahren in der Rehkitz-Rettung sehr aktiv. Seit über 2 Jahren suche ich mit einer Wärmebildkamera und einer Drohne nach Rehkitzen. Und ihr könnt euch das gut vorstellen, wann wird nach diesen Rehkitzen gesucht? Wann mäht der Bauer seine Wiesen? Nur bei schönem Wetter, weil sonst das Gras und Stroh eventuell nass wäre. Also es wird nur bei schönem Wetter gemäht. Und da habe ich natürlich das Problem, dass ich immer viel Sonne habe und nicht viel sehe eventuell. Und hier habe ich die extreme Blickwinkel. Möglichkeit. Das heißt, mir kann ein Landwirt, ein Jäger über die Schulter schauen und sieht noch, was ich sehe auf dem Monitor. Und der kann mir natürlich beim Suchen helfen. Und dadurch, dass es so extrem hell ist, der Monitor, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich viel mehr sehe, auch bei absoluter Sonne. Und das macht diesen Monitor auch so interessant. Und sein HDMI-In bzw. HDMI-Out ermöglicht es mir, dann vielleicht noch einen zweiten Monitor, einen größeren Monitor aufzustellen, um dann noch weiter suchenden Personen die Möglichkeit zu geben, mit zu suchen. Also das ist wirklich genial. Der Monitor ist 25 mm nur dick und kann mit den NPF-Akkus betrieben werden. Diese Akkus haben den Vorteil, dass diese sehr robust sind. Diese Sony NPF-Akkus gibt es in verschiedensten Dimensionen, je nachdem, wie lange ihr den Monitor betreiben müsst. Und je nachdem, was ihr natürlich vorhabt, wenn ihr einen Gimbal benutzt beispielsweise, dann kann natürlich so ein monstriger Akku natürlich sehr nachteilig sein, weil das Gimbal extrem unhandlich und schwer wird, dann kann man zu so einem kleinen Akku greifen. Aber ihr habt halt verschiedenste Möglichkeiten, ihr verschiedenste Akkus zu nutzen. Wie gesagt, je nach Anwendungsgebiet, nach Möglichkeit, habt ihr dann die freie Wahl. Auf der Rückseite ist ein Akkuadapter, das heißt, wenn ihr andere Akkus benutzt, könnt ihr diesen mit Schrauben entfernen und euch einen anderen besorgen beim Hersteller und dann könnt ihr auch andere Akkus benutzen. Also, aber standardmäßig sind die NPF-Akkus von Sony hier verwendet und das ist mega cool. Natürlich gibt es einen 12-Volt-Anschluss, sodass ihr diesen Monitor beispielsweise auch ja, mit einem Netzteil betreiben könnt. Ihr habt einen Kopfhörerausgang und könnt natürlich auch den Ton darüber abgreifen. Ihr könnt beispielsweise auch diesen Monitor nutzen, um unterwegs, was weiß ich, Nintendo darüber laufen zu lassen, eine Playstation, whatever. Und den Ton könntet ihr dann über die Kopfhörer hier direkt am Monitor abgreifen. Natürlich ist dieser Monitor im Profibereich angesiedelt. Er hat natürlich Funktionen wie den Weißabgleich. Wenn ihr das nicht über die Kamera machen könnt oder wollt, dann habt ihr natürlich das Peaking. Also was scharf ist, wird euch dann explizit angezeigt etc. Also ihr habt da ganz viele Profimöglichkeiten, dass ihr die Farben ändern könnt, dass ihr das dann sehen könnt und so weiter. Ihr habt oben auf der Oberseite 2 Funktionstasten, die ihr fest belegen könnt mit zum Beispiel, ich habe hier Peaking.
dass ihr dann direkt seht durch eine rote oder eine blaue Linie, was scharf ist. Dann die Überbelichtung, dass euch die angezeigt wird. Das könnt ihr oben auf diese Funktionstasten legen. Also Funktionen, die ihr öfter benutzt, die könnt ihr dort favorisieren. Der Monitor hat auf der Unterseite ein normales Stativgewinde, so dass ihr den auf jedem Tripod oder halt auch auf jedem Stativ umstandsfrei befestigen könnt. Der Monitor wird mit einem HDMI-Kabel geliefert, kennt jeder von euch, und einem ganz witzig, ein Tripod-Halter, sage ich mal, ein Kugelkopf, dass ihr den Monitor in verschiedenen Blickwinkeln montieren könnt. Dieser hat dann auch noch einen Blitzschuhadapter, das heißt, ihr könnt ihn fast nahezu an jeder Kamera befestigen, weil ihr den einfach aufsteckt auf dem Blitzschuh der Kamera und dann ist der dort fest. Natürlich befindet sich auch hier drunter noch ein Stativgewinde, so dass ihr das beispielsweise auch nochmal auf einem Stativ oder am Tripod festmachen könnt. Also das ist alles komplett im Lieferumfang enthalten. Akkus ist natürlich nicht dabei, das ist logisch. Okay, für wen ist solch ein Monitor? Also das ist absolut ja im Profibereich, sage ich mal, angesiedelt. Der Monitor ist extrem hell, macht absolut Sinn, wenn ihr viel draußen filmt, wer drin viel arbeitet oder so, dem reichen auch ganz andere Monitore. Aber wer viel draußen unterwegs ist mit Kameras, mit Gimbals, whatever, der wird natürlich so einen Monitor nicht missen wollen, der einen extrem hohen Blickwinkel hat und immer was zu sehen ist, auch ohne großen Schirm. Oder wie halt auch angesprochen, die Rehkitzrettung. Hier macht das Ding wirklich Sinn. Oder bei Piloten, die mit einer Drohne fliegen, die natürlich bei schönen Wetteraufnahmen in der Regel machen und die brauchen ein helles Display und das habt ihr mit diesem Monitor. So, hier jetzt mal ein Vergleich. Hier einmal rechte Hand der neue FH279, der FeeWorld Monitor und hier der Vorgänger. Und ich denke, man sieht hier ganz klar die farblichen Unterschiede bezüglich der Helligkeit. Ich weiß, das Bild ist jetzt nicht besonders schön. Das liegt einfach daran, dass das Ding so hell ist, dass ihr keine Konturen, keine Details mehr habt. Aber ich denke, ihr könnt, das ist dasselbe Signal, was ihr gerade seht, den Unterschied gut ausmachen. Beide Monitore sind auf 100%. Hier könnt ihr wahrscheinlich fast gar nichts erkennen. Und hier, naja, und ich denke, da könnt ihr gut den Unterschied sehen, wo sich die beiden oder Monitore grundsätzlich unterscheiden, die 2200 Candela-Helligkeit haben. Kommen wir noch mal ganz kurz zu den Nachteilen. Welchen Nachteil gibt es? Ja, wie beim Sportwagen ist es klar, dass so ein Sportwagen keine 3 Liter Diesel braucht. Hier ist es natürlich ähnlich. Fahrt ihr diesen Monitor auf 2200 Candela, dann ist wahrscheinlich der Akku ziemlich schnell leer. Also ich prognostiziere ein kleiner Akku so um die Dreiviertelstunde, Stunde. Und je nachdem, was ihr dann noch für Akkus habt, natürlich entsprechend mehr. Aber das muss euch klar sein, wenn ihr das Gerät auf voller Leistung fahrt, dann braucht dieses Gerät auch Leistung. Und deswegen natürlich akkuhungriger als andere Geräte. Ihr könnt natürlich die Helligkeit runterregeln und dadurch natürlich eine etwas andere Akkuverbrauchshistorie hervorrufen. Etwas nachteilig zum Zweiten ist, dass wir hier nur ein Stativgewinde haben, wie beispielsweise derselbe Hersteller bei dem kleineren FeeWorld Master es vorgemacht hat. Dort gibt es ein Stativgewinde auf der Oberseite, auf der Unterseite und an der Seite. Macht ihn natürlich etwas flexibler, ist natürlich auch wesentlich kleiner. Also ihr habt hier nur ein Stativgewinde, nur, aber immerhin, auf der Unterseite des Monitors. So, das sind auch die Negativpunkte, die mir aufgefallen sind im Test. Solltet ihr Fragen zu dem Monitor, zur Anwendung, zur Rehkitzrettung von mir aus auch haben, dann stehe ich euch gerne jederzeit zur Verfügung. Okay, ich danke euch und auf Wiedersehen. Tschüss.